Willkommen zum achten Teil von He's a Pirate und in diesem Teil geht es um die linke Hand des, des aktuellen Teils. So. Vom Prinzip her haben wir am Anfang wieder ähnliche Sachen, die wir schon hatten. Nehmen wir mal einen anderen Akkord, und zwar ist es schon G-Moll. Das ist nicht das Besondere, sondern dass der Basston hier B ist. Dann haben wir wieder G-Moll-Akkord, diesmal mit G im Bass. D-Moll, das kennst du wahrscheinlich jetzt schon in- und auswendig. B-Dur, kennst du auch schon sehr gut. D-Moll kommt dann. Ja, wir gehen gleich langsamer durch. Und dann am Schluss haben wir eine andere Figur. Ja, da spielen beide Hände eigentlich parallel. Du erinnerst dich, dass wir da auch einen kleinen Rhythmuswechsel haben und der wird quasi dadurch unterstrichen, dass die linke Hand das genauso bam, 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 bam. Ja, spielen beide Hände gleichzeitig. Dass die linke Hand das quasi mitspielt und deswegen noch mehr hervorhebt. So, also pass auf. Jetzt gehen wir langsam durch. Ich zeige dir jetzt beide Hände zusammen. Aber nur, weil du vom Prinzip her weißt, wie du das zu üben hast, ja. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, beide Hände sofort zusammen zu üben. Ganz einfach, weil es den Übevorgang verlangsamt, ja. Also du kannst das gerne machen, wenn du sagst, ey, ist mir egal, wie lange es dauert, bis ich das Stück spielen kann. Aber ich glaube, die meisten Menschen möchten schnelle Übererfolge haben. Und deswegen empfehle ich dir sehr, das so zu üben, wie ich es dir zuvor in den anderen Videos schon gezeigt habe. Also das kennst du schon, ne? Die rechte Hand spielt quasi hier genau das gleiche wie auch schon davor im großen Teil und die linke Hand genau das gleiche. So, dann geht's weiter. Rechts spielt ihr D, F und dann hier oben G-Moll. Und wenn hier oben G-Moll gespielt wird, wird links B gespielt. Das hier ist B und B, ja. Das ist nämlich ein G-Moll-Akkord mit dem Basston B. Hier oben wird auch wieder G-Moll gespielt. G, B, D, G. Genau das gleiche wie hier. Beide Hände spielen genau das gleiche. So, das heißt, zusammen rechts G-Moll, links G-Moll. Ja, das ist der Überabschnitt, aber übrigens, du solltest natürlich halt vorher die linke Hand so spielen können und im Idealfall halt auch schon wieder blind. B, G-Moll. B hier und G-Moll. Ja. So, dann geht's weiter. Wieder G-Moll. Rechts, das kennst du ja. Und links ist aber diesmal G. Ja, das sind zwei Gs in der linken Hand. Gleichzeitig rechts wieder und links spielt wieder G-Moll. Das ist genau das gleiche wie davor schon im Takt. Der Takt davor war das hier. Und jetzt haben wir quasi ja nur der Basston hier unten verändert sich. Ah, so, und das ist jetzt das, was die Linke üben sollte, perfekt spielen können sollte. Dann mit beiden Händen zusammen. Dann geht's weiter. Das kennst du in der rechten Hand ja. Und wenn die rechte das hier spielt, spielt die linke wieder D-Moll. Ja, hier unten D und D und hier oben wieder D-Moll. Das gleichzeitig. Rechts, links. Vom Rhythmus her eigentlich noch das Bekannte. Zusammen. Rechts, links. So, weiter geht's. Das ist eigentlich nichts Neues. Das ist wieder B-Dur. Hier unten die beiden Bs. Und hier oben der Akkord B-Dur auch. Das kennst du schon aus den letzten Videos. Und auch die rechte Hand. Nur zusammen. Rechts, links. Achtung, nächster Überabschnitt. Jetzt kommt wieder eher was Neues. Ja, und zwar wieder vor, G, hier links, D, mit
D-Mir, rechts, längs D-Moll. Das ist dieser Überabschnitt. Ja, mal beide zusammen. Ja, okay. Dann geht's weiter und ab jetzt wird's wirklich neu. Und vom Prinzip her, ja, obwohl, nee, ich wollte gerade sagen, vom Prinzip her kannst du da tatsächlich schon beide Hände zusammennehmen. Ja, nehme ich aber sofort wieder zurück, die Aussage. Ich meine das, weil halt von da an beide genau parallel spielen, wirklich. Aber du solltest trotzdem erst die linke Hand. Ja, das ist nämlich A in der Oktav, nochmal A und dann getrennt links, rechts. Spiel die A-Dur. Gleichzeitig, guck mal. So wird es gespielt. A-Dur zusammen. D und A. Cis und A. Dieser Takt. Weiter geht's. D, D, Fis. D, D, Fis. Alle gleich lang. Und rechts haben wir D-Moll. Und E, ne? E gleichzeitig mit dem Cis. Das kannst du auf jeden Fall ziemlich schnell schon. Da kannst du sehr früh beide Hände zusammennehmen. Nehmen wir mal die beiden letzten Überabschnitte. Ja, das waren die letzten beide. Die letzten beiden. Und jetzt geht es noch weiter. Ja, Entschuldigung, das war hier links C und rechts F. Und zwar, erinnerst du dich, bam, 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 dass er die rechte Hand gespielt. Und die linke spielt jetzt C, 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 B, C, 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 B. C, 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 B, C, 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 B. Die rechte spielt F, 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 G. Ja. Mal mit dem Teil davor, da hatten wir. Entschuldigung, da hatten wir D-Moll zusammen. Dann Cis und E. Dann jetzt F und C. Nochmal. Ja. Das ist der Teil davor. Und zum Schluss. Und das hier ist der erste Akkord des nächsten Videos quasi. D-Moll ist das hier oben. A, D, F, A und links das A. So, pass auf. Nochmal alles zusammen aus dem heutigen Video ganz langsam. Bis dahin. So, das ist der heutige Teil. So, das sollte natürlich dann auch mit der Zeit schneller geschehen, aber ich rate dir da einfach, oder das Geheimnis ist einfach Geduld und viel Wiederholen, vor allen Dingen in diesen kleinen Abschnitten. Aber wenn du das schon spielen kannst, klingt es auch schon ziemlich fett und ich finde das ein super Erfolgsrezept, Erfolgsgefühl vor allen Dingen.
und Erlebnis. Und im nächsten Teil geht es mit unglaublichen Läufen weiter. Also, bis zum nächsten Teil. Ich freue mich, wenn du da wieder dabei bist. Wird mega, mega spannend. Und ja, also diese Läufe. Und wir nähern uns, ja, dem Ziel noch nicht, aber einem vollständigen, riesigen Berg. Also, bis dahin. Vielen Dank fürs Mitmachen und Zuschauen.